Mein Vater hat mir von Nixon erzählt. Aber so habe ich sie mir nie vorgestellt. Das ist Nixon. Tja, wäre schön, wenn Trump dasselbe passiert. So. Die sehen wie zu groß geratene Kamillen aus. Sowas hätte ich hier nicht erwartet. Sehen irgendwie eigenartig aus. Die sehen wie zu groß. Sehen. Eine Nuschel. Was für eine ungewöhnliche Muschel. Es kann sprechen. Das ist mein Text. Hä? Wo sind überhaupt deine Kiemen? Ich brauche keine. Und Flossen? Ich... Warum machst du denn immer... Was ist das? Was ist was? Was hast du denn für eine komische Schale? Ich habe noch nie ein so kleines und weiches Ding. Jetzt übertreib mal nicht. Igitt, igitt! Du bist so hässlich wie ein Mensch. Naja, ich bin tatsächlich... Hör zu. Ich glaube es ja nicht. Du bist wirklich ein Mensch. Widerliches Gesicht. Keine Flossen. Atmet Luft. Und wenn ich eine Nase hätte, würde mich der Gestank sicher umhauen. Also... Das ist ja wie in diesem Märchen, das mir meine Großmutter erzählt hat. Ich glaube, ich muss erst mal... Was ist los? Naja, wir sagen zu Hause immer, quatsch dich ruhig aus, bis nichts mehr geht. Ein Krampf in einem solch riesigen Mundwerk muss ja höllisch wehtun. Okay, vielleicht kann ich dir ja helfen, obwohl ich nicht sicher bin, warum ich das tun sollte. Warte hier, ich lass mir was einfallen. Eine Nuschel mit Maussperre. Ich knacke dich wie eine Auster bei einem Festbankett. Okay, okay. Ich denke mir was anderes aus. Ich glaube, dass ich mir eher das Messer ruiniere, bevor ich diese riesige Klappe aufbekomme. Wie geht's der alten Klappe? Tut's noch weh? Eine große Büste aus ungewöhnlichem Stein. Dem Wesen, das hier für Modell gestanden hat, möchte ich nicht gern begegnen. Oh Gott, wie viel Räumlichkeit. Hier ist doch überhaupt nichts los. Zumindest nicht, dass ich irgendwas sehe. Noch mehr Haifische. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Was war das? Da sind mehr davon. Eine interessante Art der Fortpflanzung. Sobald die Frucht reif ist, löst sie sich vom Stängel und steigt an die Oberfläche. Dann explodiert sie wie ein Pulverfass und verteilt so die Samen. Ich kenne mich zwar nicht wirklich aus, aber ich schätze, die Explosion kommt durch den Druckunterschied zustande. Ach so, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Der Stängel ist zu stabil, um ihn von Hand abzureißen. Wenn ich einfach den Stängel abschneide, flutscht mir die Pflanze sofort an die Oberfläche. Wenn ich einfach den Stängel... Der Stängel ist zu stabil, um ihn... Ich glaube, es ist Zeit, den Kessel zu holen, den ich da oben gelassen habe. Ja, dann geh erstmal zurück und hol den Kessel.
Alles super. Wenn ich nicht unter Wasser wäre, wäre ich jetzt von oben bis unten nass geschwitzt. So, dann machen wir mal ab. Dann haben wir jetzt. Ich glaube, das ist immer noch zu wenig Gewicht, um die Pflanze unten zu halten. Muss ich auch nicht. Mache ich auch nicht. Okay, hier fehlt noch Gewicht. Haben wir nicht. Muss er später wieder kommen. Da, 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 da. Oh, hier ist noch was. Ah, ich glaube, hier finden wir Gewicht. Die Ruinen eines antiken Gebäudes. Mhm. Ich frage mich, wie alt die wohl sind. Antik. Ich glaube, das erklärt alles. Dieser Steinblock ist so schwer. Hab ich? Vielleicht war es ein Standbild. Jetzt haben wir einen Steinblock. Der ist ganz schön schwer, hat aber eine ziemlich glatte Oberfläche. Okay. Und die wird uns wie helfen, diese glatte Oberfläche? Das war ich nicht, das war der Wal. Reicht das jetzt? Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Verrechnet? Das Gewicht reicht aus. Den kann ich nicht herumtragen. Ich lasse ihn hier, bis ich ihn brauche. Jesus, Maria. Oh, warte mal. Den für die Nuschel, ne? Das binden wir an der Nuschels. Nee. Machen wir doch nicht. Ich dachte. Die Ruinen eines antiken Gebäudes. Ich frage mich, wie alt die wohl sind. Da ist nix. Was? Hier unten! Wer bist du? Ist das nicht offensichtlich? Ich bin ein Krebs, Mensch! Du bist das erste Lebewesen, das ich hier unter Wasser treffe, das weiß, dass ich ein Mensch bin. Warum sollte ich das nicht wissen? Ich habe schließlich Augen im Kopf! Und jetzt erzähl mir mal, was du bei der alten Schachtel gewollt hast! Kannst du nicht lesen? Wovon redest du? Das Schild hier an meiner Seite! Das nebenbei bemerkt, nicht einfach herzustellen war, warnt klar und deutlich vor der plappernden Venusmuschel, mit der du dich bis vor kurzem unterhalten hast. Aha. Naja, ich habe es nicht bemerkt. Außerdem kann ich diese Zeichen nicht lesen. Okay. Los, erzähl mal, Krebs. Wie heißt du? Wie wär's, wenn du etwas Respekt vor älteren Leuten zeigst und dich erstmal selbst vorstellst? Olaf. Oh, Entschuldigung, kleiner Freund. Ich hatte keine Ahnung, dass Krebse so alt werden. Wie alt bist du eigentlich genau? Frag mal nicht. Älter, als du dir das überhaupt vorstellen kannst, mein Kleiner.
Ich bin keiner von diesen armen Schluckern, die ihr Menschen in den Suppentopf werft. Sei doch nicht gleich so gereizt. Ich heiße Olaf. Siehst du, es geht doch, junger Mann. Ich schätze, du hast die Schuppe eines weißen Katzenwels, was? Woher weißt du das? Menschen spazieren unter Wasser nicht einfach so herum. Schon gar nicht in dieser Tiefe. Du würdest nicht nur ertrinken. Der Druck würde dir auch die Trommelfelle zerreißen und die Rippen zertrümmern. Was steht denn da eigentlich auf dem Korallenschild? Warnung an alle! Sprich nicht mit der geschwätzigen Schale! Himmel, was für ein schlechter Reim. Analphabet und Poesiekritiker in einem. Was es nicht alles gibt! Wie gut kennst du die Venusmuschel, die hier in der Nähe lebt? Veliana! Besser als mir lieb ist, das kannst du mir glauben. Ich kenne sie erst seit 10 Minuten und mir reicht es schon. 10? Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, ich habe ein paar Sachen zu erledigen. Eigentlich habe ich noch mehr Fragen, also wenn es dir nichts ausmacht. Beeil dich aber! Wo du doch so weise und kultiviert bist, kannst du mir vielleicht sagen... Hör zu, weißt du was? Im Moment habe ich Hunger. Großen Hunger. Du hast nicht zufällig was zu essen dabei? Tut mir leid, ich reise mit leichtem Gepäck. Die jungen Leute heutzutage. Was für ein Held willst du denn sein? Kennst du keine Heldenepen oder Märchen? Weißt du das mit dem Held? Doch, kenne ich, aber... Was würde da zum Beispiel passieren, wenn du einen weisen Mann triffst? Was würdest du dem anbieten? Naja, ein Stück Brot mit Erdbeermarmelade vielleicht? Aber es erscheint etwas unpraktisch, so etwas mit unter Wasser zu nehmen. Außerdem steht in keinem Märchen was von einem sprechenden, hungrigen Krebs. Das ist eine unverzeihliche Auslassung. Alle Märchenschreiber sind verfluchte Nichtswisser. Sehe ich genauso. Hast du wahrscheinlich recht. Könnten wir jetzt zurück zum Thema? Nein! Ich lasse keine weiteren Fragen zu, solange ich nichts im Magen habe. Gib mir was zu essen und ich denke vielleicht mit dir ein wenig über die Vergangenheit nach. Und was würdest du gern essen? Ein Krebs kann fast alles essen. Aber ich zöge einen Fisch oder etwas Ähnliches vor. Okay, ich versuche was aufzutreiben. Aber beeil dich, junger Mann. Ich werde nicht ewig hier sein. Oh, das tut mir leid. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so alt bist. Quatsch mit Soße! Ich bin noch nicht am Abkratzen. Ich meinte, dass ich bald aufbreche. Na, dann mach's mal gut. Ich bringe dir was zu essen. Bis später. Ich muss mal kurz hier was schnell noch einen Termin eintragen für mich morgen. Okay. So, wir bringen ihm was zu essen. Vielleicht den Ballon hier. Den Schwamm. Was hat er mit den Augen denn genommen? Hä? Gib mir erstmal was zu essen, dann können wir reden. Er hat doch Stielaugen. Kann er doch. Ich wüsste nicht, worüber ich mit ihm reden sollte. Ah, ich weiß, was war. Wo waren das? Verdammt. Da. Wir binden jetzt hier den Spiegel dran. Das wird's. Ich werde diesen merkwürdigen, luftgefüllten Kürbis benutzen, um den Spiegel daraus zu ziehen. Ihn von Hand zu schleppen wäre zu anstrengend. Diese Öse im Spiegelrahmen ist ganz nützlich. Da kann ich den Fuß des Kessels einhängen.
So, jetzt muss ich nur noch das Gewicht aus dem Kessel nehmen und... Das ist ja clever. Der ist zu groß. Ich lasse ihn erstmal hier. Okay. Also, ist das Ding hier abgerutscht. Sowas aber auch. Kann man sich ja richtig mal hier erschrecken. Wo waren das? Was war hier? Ach, hier war der Durchgang, ne? Das kann doch hier nicht alles. Doch, ist alles. Was waren hier hinter? Das war das. Ach so, warte mal, jetzt können wir... Ich bringe den Spiegel hierher. Der scheint sich prächtig zu amüsieren. Ich wüsste nicht, worüber ich mit ihm reden sollte. Ich wüsste nicht... So, hat es jetzt funktioniert? Okay. Schön, wie er die Rolle macht, ne? Wo waren... Oh, warte mal. Da war das, glaube ich, ne? Ich habe einen. Ich habe keine Ahnung, wofür ich den gebrauchen könnte. Das ist der Köder dieser merkwürdigen lachenden Kreatur. Da wachsen diese merkwürdigen bunten Dinger drauf. Korallen heißen die, glaube ich. Nicht weiter. Köder? Ich glaube aber nicht, dass das von dem Krebs gefressen wird. Bergmassiv. Merkwürdiges Netz. Schon seltsam, dass es hier so... Das ist aus ähnlichem... Was ist das hier? Den lasse ich hier. Ich brauche schließlich Licht. Ach so, das ist unser... Ja, okay. Ich dachte schon.
Was willst du, kleiner Teufel? Hä? Autsch! Das Tierchen hat mir den lila Köder, der so schwer zu beschaffen war, aus der Tasche stibitzt. Es hat ihn wohl schon von Weitem gerochen. Okay. So, jetzt kannst du niemandem mehr schaden, du blitzeschleuderndes Ungeheuer. Schleudernd? Hast du dich mal reden gehört? Ich habe einen. Schon wieder. Okay. Das heißt, wir müssen das hier hinten durchnehmen. Diesen Köder. Frage ist, was ködern wir? Vielleicht den kleinen Fisch? Wer weiß das so genau? Ich wüsste nicht, worin. Okay, vielleicht den Krebs. Dass er damit einen Fisch fängt, weißt du? Das kann sein, ja. Zeig mir, was du da hast! Ah! Lachspuckerköder! Ein echter Leckerbissen! Schade, dass man da so schwer rankommt! Eine Delikatesse. Weißt du, dass der Lachspucker dieses Ding als Köder für kleine Fische verwendet? Die bleiben an ihm kleben und fallen dann mit ihm zurück ins Maul. Ja, und Glück weil gehabt. Die wählerische kleine Biester sind, muss dieser Köder schon etwas ganz Besonderes sein. Freut mich, dass es dir schmeckt. Kann ich dir jetzt ein paar Fragen stellen? Aber gewiss, gewiss, junger Mann, frag nur. Okay, fangen wir an. Muschel. Was hältst du von der Venusmuschel, die hier in der Nähe wohnt? Ist dir aufgefallen, dass es keine Fische in ihrer Nähe gibt? Keine Quallen und keine Seepferdchen? Oder andere Lebewesen, die sich frei bewegen? Jetzt, wo du es erwähnst? Das kommt daher, dass Veljana einfach unerträglich ist. Sie lässt nichts und niemanden in Frieden. Sie muss immer irgendjemanden runtermachen. Im Moment sagt sie nicht viel. Wie kommt's? Ha! Hat sie schon wieder Maulsperre? Das geschieht ihr recht. Da haben wir ein paar Tage Ruhe vor ihr. Ich habe der Venusmuschel versprochen, dass ich ihr helfe. Nein! Bei allen Göttern! Bist du verrückt? Naja, ich gebe ja zu, dass sie etwas anstrengend ist. Etwas anstrengend? Die war noch keinen Tag in ihrem Leben auch nur annähernd freundlich. Jetzt übertreibst du aber. Nicht viel, glaub mir. Ich habe ein paar Jahre mit ihr zusammengelebt. 10 Minuten hat er gesagt. Ich weiß, wovon ich rede. Vorhin hat er 10 Minuten gesagt. Warum hast du es dann so lange mit ihr ausgehalten? Ich hatte meine Gründe und die behalte ich für mich. Na. Wie du willst. Aber wenn du sie so gut kennst, dann weißt du vielleicht, wie sie ihre Maulsperre wieder los wird. Die geht in ein paar Stunden von alleine wieder weg. Und bis dahin genießen wir etwas Ruhe und Frieden. Ich will mich aber jetzt mit ihr unterhalten. Ich sehe nicht ganz ein, warum. Aber mir ist es im Prinzip auch egal. Ich verschwinde eh bald von hier. Es gibt verschiedene Methoden, eine Maulsperre zu kurieren. Einen Zitteraal zu fangen wäre die einfachste. Ein Zitteraal? Das ist ein Fisch, der so etwas Ähnliches wie Blitze abgibt. Ach. Die Gelehrten nennen das elektrische Entladung. Ich bezweifle, dass du je davon gehört hast. Ah, nee. Jedenfalls ist das genau die Behandlung, die Veljana verdient hat. Okay, Elektroschock. Wie fange ich ein Zitteraal? Das ist wohl zu schwer für dich, was? In Ordnung. Ich gebe dir einen Rat. Weißt du, wie Vogelfänger an Land Zeisige und andere kleine Vögel einfangen? Sie nehmen ein klebriges Stück Stoff und streuen Körner darauf?
Genau so fängt man auch Zitterale. Du brauchst nur einen Lachspuckerköder anstatt der Körner. Zitterale sind verrückt danach und sie spüren seine Anwesenheit schon von Weitem. Hat man das Aber schon. Was benutze ich unter Wasser als Klebstoff? Die Lebewesen, die hier im Sand herumrollen, scheiden eine klebrige Substanz aus, wenn man sie ärgert. Sie sehen ein bisschen wie Gurken aus, also nennt man sie Seegurken. Jetzt weißt du, woher du Köder und Klebstoff bekommst. Eine Falle wirst du ja noch selber zustande bringen. Ich werde mir was ausdenken, danke. Kennst du den Wasserdrachen, der am Grund des Grabens lebt? Mjörgin? Natürlich! Er ist einer der letzten Meerestitanen. Titanen? Ich finde, er sieht gar nicht so groß aus. Das stimmt, er ist nicht sehr groß. Aber seine Kraft war früher gewaltig. War früher? Er ist kein Stubenkücken mehr. Soweit ich weiß, ist er sogar älter als ich. Weißt du, wie man Mjörgin besiegen kann? Warum willst du so etwas tun? Er hat ein magisches Objekt, das ich brauche. Und ich bezweifle, dass er es mir gibt, wenn ich nur freundlich danach frage. Gehört dieses Objekt dir? Nein, aber ihm gehört es auch nicht. Dabei will ich dir lieber nicht helfen. Er ist ein Drache, eine Bedrohung für seine Umgebung. Inwiefern eine Bedrohung? Naja, ich schätze, ein Monster dieser Größe frisst sehr viel. Ich habe Walskelette vor seiner Höhle gesehen und die andere arme Kreaturen, die er verspeist hat. Na und? Ich zum Beispiel esse Fisch. Wie sieht's mit dir aus? Ich bin tatsächlich ein Fischer. Also warum sind wir dann etwas Besseres als Mjörgin, verdammt nochmal? Ja, stimmt. Mjörgin hat ein Schiff mit guten Männern an Bord versenkt, um das magische Objekt zu stehlen. Tatsächlich? Was macht ihr Menschen denn, wenn ein Tier oder ein Wesen in euren Garten, euren Weinberg oder Hain spaziert? Das ist doch etwas völlig... Nein, das ist nichts anderes. Und genau das hat Mjörgin auch getan. Soviel ich gehört habe, hat Mjörgin die Männer sogar gewarnt. Sie haben es verdient. Das ist aber doch ziemlich grausam, findest du nicht? Die Welt ist grausam und das Meer ganz besonders. Hast du je von einem Nautisianer namens Apidulas gehört? Ja, ich weiß, wer er ist. Er ist ein Wassermann, der die Armee der Nautisianer gegen die Titanen angeführt hat. Warum, fragst du? Ich würde ihn gern finden. Da kann ich dir nicht helfen. Seit Jahren hat niemand mehr von ihm gehört. Wer weiß, ob er überhaupt noch lebt? Tja. Ein junger Wal hat mir von einem magischen Juwel erzählt, das einst Apidulas gehörte und ihm Kraft gab. Ja? Ich dachte, ein so weiser und kultivierter Krebs wie du könnte etwas darüber wissen. Wir Krebse haben uns nie viel aus Juwelen gemacht. Eitelkeit ist das Privileg der Menschen, seien sie nun an Land oder unter Wasser. Weißt du etwas über den Tempel hier in der Nähe? Oh, wenn ich dir alles erzählen würde, was ich über seine Geschichte weiß, säßen wir ewig hier. Oh Gott, so bitte viel Zeit habe ich leider nicht für dich. Zum Glück. Alles, was ich dir sagen kann, ist, dass die Nautisianer und die Titanen den Tempel gemeinsam erbaut haben. Das war der letzte Versuch, einen Krieg um das Artefakt zu verhindern. Aber das Artefakt verschwand kurz nach Fertigstellung des Tempels aus seinem Schrein. Und beide bezichtigten sich gegenseitig des Diebstahls. Ein Krieg, der beide Reiche zerstörte, brach kurz darauf aus. Das ist traurig. Solche Dinge geschehen im Laufe der Geschichte. Immer wieder. Tja, das ist traurig. Weißt du irgendetwas über das Artefakt, das im Tempel ausgestellt war? Nur, dass es sehr selten war. Und dass es magische Kräfte besaß. Ich habe keine Ahnung, was für Kräfte das waren. Aber ich bin sicher... dass es das nicht wert war, darum zu kämpfen. Bis später. Ach Quatsch. Ja, nee, kann ich gleich speichern, alles gut.